Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das unsere Themen heute. Freude und Trauer. Darmstadt feiert den Aufstieg. Eintracht enttäuscht über Schafweggang. Wieder Meister. Borussia Düsseldorf um Topspieler Timo Boll gewinnt zum 27. Mal die deutsche Meisterschaft. Große Ehre. Wrestling-Superstar Ric Flair zu Gast in Rüsselsheim beim German Hurricane Wrestling. Es war die Nachricht des Tages. Was heute Vormittag nur spekuliert wurde, wurde später offiziell. Eintracht-Trainer Thomas Schaaf wird die Adlerträger verlassen. Heribert Bruchhagen, alles andere als gut gelaunt. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass er unseren Willen, diese Zusammenarbeit fortzusetzen, die wir auf guten sportlichen Bahnen sahen, dass seine Enttäuschung, seine Ablehnung oder seine Motive nicht zu ändern waren. Es ist untypisch für Eintracht Frankfurt, dass ein Trainer nach einem Jahr geht. Wir hatten hier doch lange Verweildauern, vielleicht die längsten sogar. Oder jedenfalls ist es bei uns Sitte und Usus gewesen, längerfristig mit Trainern zusammenzuarbeiten. 5 Jahre Funkel, 3 Jahre Fee und dergleichen sind ein Indiz dafür. Aber die Realität ist manchmal grausam und das Urteil von Thomas Schaaf oder sein Wille war unumstößlich. Traurigkeit in Frankfurt, Jubel dagegen in Darmstadt. Die Lilien haben es geschafft, das blaue Wunder. Der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Gefeiert wurde am Sonntag in ganz Darmstadt. Die Partystimmung kannte keine Grenzen, egal ob bei Fans oder Spielern. Marco, genannt Toni Seiler, abends am Rathaus. Er selbst bezeichnet das Ganze als eine Mischung aus Wahnsinn und nicht zu glauben. Und so ging es fast allen. Egal, wo man in Darmstadt war, es wurde gefeiert. Das Fußballwunder ist wahr geworden. Vor 2 Jahren sportlich abgestiegen, heißen die Gegner in der kommenden Saison Bayern München, Borussia Dortmund oder 1. FC Köln. Kaum zu glauben für die Fans der Lilien. Das Stadion am Sonntag restlos ausverkauft. Und auch nebenan, in der Lilienschenke, war es rappelvoll. Jeder wollte dabei sein, wenn die Blauen ins Oberhaus einziehen. Es wurde angefeuert und mitgefiebert. Immerhin sah es zur Halbzeit alles andere als gut aus für Darmstadt. Die Lilien auf Platz 4 mit der goldenen Ananas in der Hand. Doch nach dem Führungstreffer von Tobias Kempe brach der Jubel und die Erstligastimmung aus. Darmstadt 98 spielt in der ersten Bundesliga. War geil. Geiler Freistoß, geiles Tor und ja, erste Liga, sage ich mal dazu. Super, super. Es kann nicht besser sein. Viel zu geil. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach saukrass. Vor allem, weil man halt die ganze Zeit nicht damit gerechnet hat. Es war immer nur so ein Traum und jetzt am Ende ist es halt einfach saugeil. Sensationell. Wahnsinn, ich kann gar nichts sagen. Fertig, fix und fertig bin ich. Ist geil. Oh, ich habe überhaupt keine Stimme mehr. Tut mir leid, aber wir sind weiter. Die Fans träumen ihren Lilientraum nach 2 Aufstiegen sogar noch etwas weiter und hatten vorsorglich schon mal den Pokal der Champions League mitgebracht. Und wer weiß, vor 2 Jahren hätte auch keiner geglaubt, dass Darmstadt Erstligist sein wird. Tischtennisfinale in der Fraport Arena in Frankfurt und der Odenwälder Timo Boll ist um einen Titel reicher und zwar um den des deutschen Mannschaftsmeisters 2015.
Timo Boll mittendrin in der Sektdusche. Und die hatte es in sich, einem deutschen Meister würdig. Düsseldorf zum 27. Mal deutscher Meister. Dabei hatte die Partie gegen Fulda-Mabertzell alles andere als gut angefangen. Patrick Franziska hatte im Duell gegen die Nummer 1 der Osthessen nicht den Hauch einer Chance. Nee, es war nicht mein bestes Spiel, aber im Endeffekt zählt es überhaupt nicht mehr. Die Mannschaft hat einen super Job gemacht und so ist es im Tischtennis. Einer verliert und man kann trotzdem das Ding noch gewinnen. Und das ist das Schöne an einem Mannschaftssport, dass das einzelne Ergebnis dann einfach nicht so wichtig ist. Der Fuldaer Christian Süß spielte groß auf an seinem letzten Tag als Tischtennisprofi. Er hatte bereits vorher seinen Rücktritt angekündigt. Fulda nach dem ersten Spiel mit 1:0 in Führung und den Düsseldorfern schwante Böses. Also als das erste Spiel verloren ging, habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet. Da hatte ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl gehabt. Jetzt musste Deutschlands Nummer 1 an die Platte. Und der Odenwälder Timo Boll bekam es mit dem Abwehrspezialisten Wang Chi zu tun. Und der 26-Jährige ist richtig schnell auf den Beinen unterwegs und verdient sich hier den Punkt. Doch die Hoffnung der Fans aus Fulda, hier den zweiten Sieg zu holen, war nur kurz, denn die Nummer 7 der Welt setzte sich deutlich mit 3:0 Sätzen durch. Die rund 3.500 Zuschauer in der Fraport Arena bekamen ein spannendes Finale, um die deutsche Meisterschaft zu sehen. Wer holt den vorentscheidenden zweiten Punkt für sein Team? Der Deutsche Rufen Philos gegen den Griechen Giannis im Trikot der Düsseldorfer. Beides Abwehrspezialisten, die aber auch wissen, wie Angriffspunkte gemacht werden. Giannis konnte sich in einem hochklassigen Match durchsetzen und somit Düsseldorf mit 2:1 in Führung bringen. Im Duell der beiden Topspieler war jetzt Timo Boll gefragt, den Sieg einzufahren. Doch er hatte es mit Christian Süß zu tun. Und dieses sollte somit wirklich das letzte Spiel seiner langen Karriere sein. Und er spielte groß auf und konnte die ersten beiden Sätze für sich entscheiden und hoffte auf einen Sieg. Ja, natürlich, habe ich schon dran geglaubt, dass ich was machen kann. Aber ich habe auch gemerkt, wie mir am Ende einfach die Körner weggeflogen sind, dass die Kraft einfach auch nicht mehr so richtig gereicht hat. Ja, aber das muss man dann auch anerkennen. Ja. Der Odenwälder Timo Boll, die deutsche Nummer 1, konnte das Spiel drehen. Und das trotz eines 2:0 Satzrückstandes. Doch sicher war er im Spiel, dass er dieses Match noch drehen kann, nicht. Nicht klar, aber ich gebe mich nie auf und deshalb, es wird immer weiter gekämpft, so sind wir Hessen. Hessen geben niemals auf. Mit diesem Motto kam er wieder zurück ins Spiel. Und im fünften Satz war klar, Boll würde das Match gewinnen. Und für Christian Süß sind es die letzten Ballwechsel seiner Profikarriere. Auch ihm gingen diese Gedanken durch den Kopf. Ja, da denkt man schon drüber nach. Man weiß natürlich schon, jetzt sind es die letzten Ballwechsel, gleich ist rum. Ja. Das wird einem dann schon nochmal bewusst am Ende. Am Ende konnte der Odenwälder in 5 Sätzen gewinnen. Die Tatsache, dass Christian Süß das letzte Match seiner Karriere ausgerechnet gegen Timo Boll absolvierte, mit dem er gemeinsam 2006 die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften holte, machte beide glücklich. Ja, auf jeden Fall. Also gerade gegen Timo, wir haben ja, sind lange Weggefährten, haben viel erlebt, zusammen große Erfolge gefeiert. Ist eigentlich schon was Schönes, mit so einem Spiel abzutreten gegen Timo und auch noch ein ordentliches Spiel gemacht zu haben, dass er mich hat so gut mitspielen lassen, ist schon was Schönes und macht mich auch stolz. Das ist eine schöne Geschichte. Noch schöner aus seiner Sicht wäre es natürlich gewesen, wenn er gegen mich gewonnen hätte und Fulda letztlich auch das Spiel gewonnen hätte. Aber er hat sich stark verabschiedet, denke ich. Und mir tut es leid, dass ich gegen ihn am Ende spielen musste. Dass vielleicht nicht das letzte Spiel gegen Patrick Franziska war, wo er einfach unmenschlich gut war. Aber wie gesagt, ja, ich habe ihn nochmal gefragt, aber es vielleicht nicht doch nochmal überlegt, wenn er so gut spielt, gibt es keinen Grund aufzuhören. Aber die Entscheidung ist gefallen. Am Ende waren alle glücklich. Düsseldorf ist zum 27. Mal deutscher Meister. Und Christian Süß hat zum Karriereende nochmal eine richtig gute Leistung gezeigt. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann hier gleich wieder zurück, dann mit folgendem Thema für Sie. Große Ehre,
Wrestling-Superstar Ric Flair zu Gast in Rüsselsheim beim German Hurricane Wrestling. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über eine Sportart, die in Deutschland sehr, sehr beliebt ist. Aber die meisten wissen einfach nur, sie findet in den USA statt. Dass sie auch in Deutschland betrieben wird, das wissen die wenigsten. Die Rede ist von Wrestling. Und darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir im Studio Aaron Krauser alias Aaron Insane und Christian Jarosch alias Chris Rush als Wrestler-Name. Ja, wie sieht sie denn aus, wenn wir gleich mal am Anfang anfangen, die Wrestling-Szene in Deutschland? Ja, die Wrestling-Szene in Deutschland ist gar nicht so klein, wie man eigentlich denkt oder wie viele denken. Mittlerweile haben wir doch schon auch einige etablierte Promotions hier in Deutschland, die, sage ich mal, in Deutschland auch, viel durch die Städte touren, wie zum Beispiel in Berlin haben wir eine große Promotion. Dann natürlich die größte Promotion, die wir in Deutschland haben, ist die WXW, Westside Extreme Wrestling, die halt auch durch ganz Deutschland tourt und auch im Ausland. Wrestling ist am Wachsen in Deutschland, ja, und es wird auch als bekannter, ja. Definitiv. Und es gibt German Hurricane Wrestling, was hier im Rhein-Main-Gebiet angesiedelt ist. Was ist das genau, dass du das vielleicht nochmal erklärst? Ja, German Hurricane Wrestling ist, sage ich mal, die Wrestling-Promotion, die Chris und ich führen, ja. Wir sind, sage ich mal, heimatbesiedelt, sage ich jetzt einfach mal, im Rhein-Main-Gebiet. Also unser Sitz, unser Vereinssitz ist in Nauheim und, sage ich mal, unsere Heimatveranstaltungslocation ist in Klein-Gerau. Aber wir versuchen uns jetzt momentan auch so ein bisschen zu vergrößern, was den Raum betrifft. Wir sind jetzt in Groß-Gerau gewesen, waren schon in Gernsheim. Wir gehen jetzt sogar mal aus Hessen raus und haben am 1.8. eine Show in Hamburg auch. Ja. Also German Hurricane Wrestling ist, sage ich mal, so die hessische Promotion einfach. Ja. Merkt ihr denn selbst auch, dass viele Wrestling-Fans das in den USA logischerweise kennen, auch die Topstars, und dann überrascht sind, wenn ihr mit den Leuten sprecht, dass es auch in Deutschland so ist? Ja, auf jeden Fall. Also wir machen jetzt auch schon seit knapp 5 Jahren regelmäßig Shows in Deutschland, wie Aaron schon gesagt hat, in verschiedenen Städten, Nauheim, Groß-Gerau, Klein-Gerau. Und auch nach 5 Jahren kommen immer noch Leute, wenn man irgendwo Flyer, Plakate hinbringt und sagen, was, Wrestling gibt's hier in der Umgebung oder auch in Deutschland, habe ich noch nie von gehört. Also da ist auch... Also da sind wir noch weit davon entfernt, dass das im breiten Massenspektrum angekommen ist, Wrestling als Sportart. Also. Wo unterscheidet sich denn das deutsche Wrestling zum amerikanischen Wrestling? Ja, also sage ich mal einfach das Pompöse drumherum. Ja. Also sage ich mal, in Amerika ist ja alles groß und mächtig. Ja. Also sage ich mal, große Hallen, die da gefüllt werden mit riesen Pyrotechnik. Ja. Das sage ich mal, beim deutschen oder beim europäischen Wrestling halt nicht der Fall ist. Das heißt, in dem Sinne, wir konzentrieren uns zwar auch, sage ich mal, auf die Geschehnisse drumherum, ja, aber das ist halt... Die Hallen sind einfach wesentlich kleiner und wir legen halt einfach viel Wert auf, sage ich mal, das, was im Ring passiert, das Wrestlerische. Ja. Klar, das ist natürlich in Amerika auch so, ja. Aber bei uns, sage ich mal, wir müssen damit glänzen, weil wir einfach diese, sage ich mal, riesen Effekte drumherum einfach nicht haben. Bei uns geht es halt wirklich um das, was im Ring passiert. Und was alles im Ring passiert, wie so eine Wrestling-Veranstaltung in Deutschland oder hier im Rhein-Main-Gebiet aussieht, das wollen wir uns jetzt mal ausschauen, denn die Station machte Halt in Groß-Gerau und es gab einen ganz besonderen Ehrengast. Ric Flair, einer der bekanntesten Wrestler der USA, war zu Gast in Groß-Gerau. Als das Mitglied der Hall of Fame den Saal betrat, sind die Zuschauer ehrfürchtig aufgestanden. The Nature Boy,
Wie er sich gerne im Ring nannte, kämpft zwar nicht mehr, ist aber für die Fans immer noch ein Highlight. Interviews allerdings darf er keine geben. Gefallen haben dürfte es ihm trotzdem, denn die Show war ähnlich der USA, wenn auch nicht ganz so glamourös. Doch was ist Wrestling denn jetzt? Mehr Show oder mehr Sport? Ich würde es mehr als Sport bezeichnen. Wenn ich heute sage, dass ich 10 Leute trainiere, von 10 Leuten hören 9 auf und machen nicht mehr weiter nach dem ersten Training. Ist eine unglaublich hohe sportliche, körperliche Anstrengung, wo Akrobatik, teilweise Bodybuilding, weil man die Muskulatur dafür braucht, eine Rolle spielen. Und natürlich auch, sage ich mal, Körperbeherrschung und Kampfsport. Ja, es ist trotzdem, ich habe einen schwarzen Gürtel im Taekwondo, ja, ich habe andere Kampfsportarten vorher gemacht und bin so ins Wrestling gekommen. Und ich bin auch der Meinung, nur wenn man so einen Hintergrund hat, kann man auch im Wrestling erfolgreich sein. Dass die Wrestler einiges können müssen, wird jedem Zuschauer schnell deutlich. Denn nicht nur Kraft ist gefragt, auch Technik. Und einiges aushalten müssen sie. Eine Sportart, nichts für Zarte. Doch wie sieht es mit den Absprachen aus? Wissen die Wrestler nicht im Vorfeld schon, wer gewinnt und was passiert? Es ist viel Verkehr, man kommt spät in die Halle. Es ist nicht möglich für uns permanent zu sagen, ey, wir sprechen irgendwas ab. Es ist wie, ich vergleiche es immer gern mit Tanzen. Ja, wenn ich irgendwo in die Diskothek gehe und ich würde mit einer Frau tanzen, gehe ich auch nicht mit der vor die Tür und sage, ey, komm, lass uns erstmal die Tanzschritte proben. Ne? Nach dem Sieg bekam Absolute Andy seinen Champion-Gürtel von Ric Flair überreicht. Für jeden Wrestler natürlich etwas Besonderes. Einer der Publikumslieblinge ist Farmer Joe. Doch wie kommt man denn auf so einen Wrestling-Namen? Das ist eigentlich ganz einfach. Im wirklichen Leben bin ich manchmal so ein bisschen drottelig. Also nicht drottelig, aber so, ich laufe nicht in ein Fettnäpfchen oder steige rein. Ich nehme Anlauf und mache die Arschbombe. Und so habe ich mir einen Farmer vorgestellt. So ist es ja, du bist so der Typ von nebenan, der gute, nette Mensch. Aber du stolperst mal, fällst hin. Ein Farmer, halt ein Bauer. Doch so trottelig, wie sein Name aussagt, war er gar nicht. Farmer Joe im Teamkampf, im sogenannten Tag Team Match. Und er setzte seine 140 Kilogramm Körpergewicht natürlich ein. Farmer Joe, ein Wrestler. Aus Leidenschaft. Hast du es gerade eben gehört? Genau das. Diese Stimmung, die Atmosphäre, die Fans, einfach alles. Es ist einfach im Herzen drin, es muss sein. Doch es geht auch anders, beispielsweise extrem akrobatisch, wie hier mit dem Rückwärtssalto. Und nicht nur die Herren stehen im Ring, auch die Damen in einem sogenannten Diven-Match. Natürlich haben die Wrestlerinnen nicht ganz so viel Kraft wie ihre männlichen Kollegen, aber es geht auch hier ordentlich zur Sache. Allerdings müssen sie sich in ihrem Umfeld auch einiges anhören, warum sie Wrestling betreiben. Klar, also meine Eltern waren natürlich gleich erstmal am Anfang. So von 0 auf 100, von Leichtathletik auf Wrestling, die dachten sich erstmal, ey, das Kind wird hier zusammengeprügelt, ich kann zuschauen. Es gibt immer Pro und Cons, wie bei jedem Sport, klar. Am Ende des Tages haben 3 Mädels noch einen der Jungs durch den Tisch geschmissen. Ja, Ric Flair, etwas ganz Besonderes. Wie habt ihr es geschafft, den nach Deutschland zu euch zu bekommen? Oder auch, zweite Frage gleich dran ging, für euch auch etwas Besonderes, dass er dann da war? Ja, also ich meine, wenn man es mal zum Beispiel mit Fußball vergleichen würde, Ric Flair ist praktisch wie der Pelé oder der Diego Maradona, nur halt wrestlerisch gesehen. Ja. Also natürlich ist das für uns was ganz Besonderes gewesen, ja, weil ich sag mal, nach Ric Flair kommt vielleicht noch Hulk Hogan, ja, und dann hört es aber auch schon auf. Also das ist die Top-Elite in unserem Sport. Und es war nicht unbedingt leicht, Ric Flair nach Deutschland zu holen. Ja. Also das heißt, da waren viele, viele Gespräche mit dem Management in Amerika, die geführt werden mussten. Viel Organisatorisches, ja, weil Ric Flair ist ein Star und das heißt, dementsprechend wurden natürlich auch da Forderungen gestellt, die da zu erfüllen sind, einfach um, sage ich mal, ja, seinen Standard einfach zu pflegen. Aber es ist alles gut über die Bühne gegangen. Ja. Ich meine, man muss auch ehrlich sagen, das Team von Ric Flair in Amerika war wirklich sehr, sehr hilfsbereit und hat einem da auch unter die Arme gegriffen. Und von daher konnten wir da halt auch den Event dann mit Ric dann auch wirklich gut umsetzen. Ja.
Wir haben es eben im Einspieler gesehen, in dem Beitrag. Es geht ordentlich zur Sache. Wie gefährlich ist denn Wrestling? Also Wrestling, genauso wie es aussieht, genauso gefährlich ist es auch. Und wie soll ich das sagen am besten? Das ist einfach, also diese Einspieler am Anfang, Don't Try This At Home, macht das nicht zu Hause nach. Die sind nicht ohne Grund unten eingeblendet, weil es einfach jede Menge Kraft und Energie, die auf den Wirbel, Hals, Nackenbereich, auch alle anderen Körperteile wirkt, ist einfach extrem hart. Da muss man, der Körper muss einiges aushalten. Das heißt, es ist eine lange Trainingsschule, Fallschule, Abrollschule und so weiter notwendig, um die Sachen im Ring später so zu machen, wie sie dann aussehen, ohne sich zu verletzen. Aber selbst wenn man das regelmäßig und jahrelang macht, selbst dann gibt es immer noch schwerwiegendere Verletzungen. Ich zum Beispiel hatte mir auch einmal doppelt das Sprunggelenk gebrochen. Also selbst da ist man dann nicht vor Verletzungen gefeit. Wie viel Show und wie viel Sport ist Wrestling? Oder kann man das überhaupt voneinander trennen oder gehört es einfach zusammen? Also vielleicht fange ich mal ganz kurz an. Ja. Meiner Meinung nach gehört Show und Sport haben den gleichen Stellenwert. Das ist einfach, es ist hohes athletisches Maß gepaart mit, ich sag jetzt mal, einer Art Schauspielkunst. Mhm. Also für mich kann man das nicht trennen. Das eine geht nicht ohne das andere. Also man bringt sportlich Sachen auf höchstem Niveau, ohne dabei aber zu vergessen, das ordentlich zu verpacken und showmäßig aussehen zu lassen. Also. Aber allein das schauspielerische Talent reicht nicht. Wenn man, ich konnte mich selbst davon überzeugen, hinter den Katakomben, nach den Kämpfen, ihr seid richtig fertig anschließend, ja, ne? Definitiv, ja. Also das ist halt so, was viele denken, dass Wrestling, ja, ach, das tut doch nicht weh. Und nein, also es ist Fakt, ganz einfach, wenn 130 Kilo auf einen geflogen kommen, ja, die fliegen auf einen und die treffen einen auch, ja. Und das muss man abfangen können, ja. Und wenn man auf den Ringboden gefeuert wird, wird man auf den Ringboden gefeuert, ja. Oder wenn einer vom obersten Seil auf einen gesprungen kommt, ja, der kommt gesprungen und der trifft auch, ja. Man muss nur halt wissen, wie man den abzufangen hat, ja, dass man sich so wenig wie möglich, wie es er schon eben erklärt hat, einfach, ja, die Verletzungsgefahr einfach dem aus dem Weg geht. Ja? Also Wrestling tut weh. Also, wenn es auf dem Körper klatscht, das tut weh, das ist Fakt. Ja? Wir wollen gleich noch drüber sprechen, wie man den Einstieg in die Sportart bekommt, gerade auch hier in Deutschland. Für alle, die jetzt vielleicht Lust bekommen haben, machen erst eine ganz kurze Pause und sind dann gleich hier wieder zurück. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind zurück in der Sportshow, heute mit dem Thema Wrestling. Wir haben eben schon viel über die Sportart erfahren, auch dass es schon richtig zur Sache geht, dass es hart ist und dass man natürlich dieses Abrollen und was es alles Mögliche gibt, erstmal lernen muss. Das heißt, wie kriege ich den Einstieg in die Sportart Wrestling? Ja, am besten eine Trainingsschule aufsuchen mit Leuten, die ausgebildet sind. Ja. Da bietet sich natürlich halt dann GHW natürlich auch an. Ja. Oder sage ich mal auch die WXW, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, hat eine sehr, sehr, sehr gute Wrestling-Schule. Wenn wir ganz kurz bei, ja, euch bleiben, wo wäre das, wenn ich da den... Ja, wir aktuell trainieren wir in Nauheim, wo auch, sage ich mal, unser Hauptsitz ist, in der Grundschulsporthalle. Genau, und da kann man dann, sage ich mal, auch zum Training dann kommen oder sich vorher kurz anmelden und sagen, hier, ich würde das gerne machen. Und dann kann man gerne ein Probe Training bei uns auch mitmachen. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Jeden Samstag 14 bis 17 Uhr, ansonsten noch auf unserer Homepage nochmal, genau, Trainingszeiten nachzulesen dann. Genau. Wenn wir jetzt aber da, ihr habt vorher schon mal gesagt, ab 14 früher auf gar keinen Fall, da ist der Körper noch nicht so weit, dass es Wrestling losgehen kann, aber ich brauche mir jetzt als Jugendlicher nicht die ganz große Hoffnung zu machen, es geht direkt aufs obere Seil und alles, was ich so im Fernsehen sehe,
findet direkt in den ersten 2-3 Wochen statt? Nein, das haben wir sehr, sehr oft, wenn neue Schüler zum Probetraining vorbeikommen und fragen, oh, wann machen wir denn mal den Move oder den Griff, den habe ich letztens im Fernsehen gesehen. Dann kann man die immer direkt erstmal enttäuschen und sagen, so die ersten Wochen, Monate wirst du von den Sachen überhaupt nichts machen. Jetzt wirst du erstmal fallen lernen, fallen lernen, fallen lernen. Und wenn du fallen kannst, dann darfst du eventuell fallen lernen. Genau. Und wenn das alles gemacht ist nach den ersten paar Wochen und Monaten, dann fängt es an mit einfachen Griffen, einfache Würfe. Und so steigert sich das dann sukzessive nach oben. Genau. Also das sollte jeder schon mal wissen, der Wrestling machen will. Man fängt ganz unten an und es geht langsam nach oben, bis man mal da ist, um zu sagen, okay, man ist auf einem Niveau, wo man in den Ring gehen kann oder auch gelassen wird. Wie ist es denn? Ist das Interesse am Nachwuchs da? Also haben die Kids und Jugendliche Interesse immer mehr am Wrestling? Ja. Oder? Also kann man so sagen, dass das, sage ich mal, gerade so bei uns jetzt, bei GHW, im letzten Jahr sehr, sehr groß das Interesse, sage ich mal, von potenziellen Leuten, die dann sich dann auch fester integrieren wollen, die ist auf jeden Fall da. Also wir haben mittlerweile eine recht gute Anzahl an Schülern. Wir sind mittlerweile 15 Leute im Training. Ja. Mhm. Damit kann man auch schon mal gut arbeiten. Ja. Das auf jeden Fall. Also die Nachfrage wird größer und größer. Da sind wir schon fast am Ende. Abschlussfrage, wie wird sich das deutsche Wrestling in Zukunft entwickeln? Wo soll es noch hingehen? Ja, also sagen wir mal so, für jeden, der sich mal überzeugen möchte oder sich vielleicht sogar überzeugen lassen sollte, sollte doch einfach mal zu uns auf eine Show kommen. Ja? Wir sind zum Beispiel am 18.07. sind wir in Flörsheim-Wicke, da haben wir eine Show. Ja? Einfach das sich mal angucken und mal sehen, okay, was passiert da. Ja? Und da kann man auch eine Tendenz erkennen, okay, die Zuschauerzahlen werden immer größer und größer und größer. Mhm. Ja? Und wie gesagt, sich selbst ein Bild davon machen. Und ja, einfach, sage ich mal, auch ein Teil davon werden, weil das ist genauso wie in Amerika auch. Ja. Die Fangemeinde hält hier, sage ich mal, auch ein Stück weit zusammen. Die kommen, die haben ihren Spaß, ja. Und so sollte es eigentlich auch sein. Und es wird größer und größer. Und das ist auch gut so, ja. Genau. Also, würde ich noch letztes Mal kurz einhaken. Wie ihr schon gesagt habt, es wird immer größer und größer. Das letzte bisschen, was noch fehlt, um es vielleicht ein bisschen wie in Amerika aufziehen zu können, ist einfach, dass das mal europäisches Wrestling im Fernsehen übertragen wird. Ja. Da sind verschiedene Promotions schon dran, das mal umzusetzen. Und ich sage, wenn der Punkt erreicht ist, dann wird Wrestling noch mal deutlich mehr durch die Decke gehen, wie in den letzten Jahren schon. Ja. Da kann man nur darauf hoffen, dass das demnächst passieren wird. Also es wird auf jeden Fall gesteigert, das Interesse, sowohl beim Publikum als auch bei den Sportlern selbst. Wünsche euch natürlich auch für die Karriere weiterhin viel Erfolg. Danke, dass ihr heute bei uns wart. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Wir sehen uns nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sportliche Woche. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.